Mann, ist das hier eine Übermacht bei XCOM 2, der wir uns entgegenstehen. Und hier müssen wir irgendwie diese ganzen Aliens noch vernichten. Wir müssen noch viele Zivilisten retten. Es sind auch nicht mehr ganz so viele übrig. Und ich bin gespannt, ob wir das Ganze hinbekommen an diesem Montagabend. Es ist nach 23 Uhr, die Konzentration lässt nach. Und wir spielen im Ironman-Modus. Wenn wir es jetzt verscherzen mit dem Spiel, dann ist es aus. Dann ist es aus. Hier ist ein Purifikator. Okay. Einmal die Lage checken. Können wir hier so eine Rakete reinwerfen? Das können wir. Hier so mittig rein. Das würde mir schon mal gefallen. So eine Granate kommt nicht bis dahin. Rakete offensichtlich schon. Wen haben wir noch? Der kann nicht mehr viel machen. Der kann noch jemanden in Stasis packen. Wir könnten den Purifikator einfrieren. Dann haben wir einen Elite-Soldaten von uns, der auf unsere Seite kämpft. Der könnte auch hier so eine Splittergranate. Ah, den können wir auch fangen. Wir könnten den mal hier so davor hinstellen. So. Das machen wir mal. So. Gut. Schaut euch. Nein, da ist das noch ein neuer Alien-Trupp? Ist das noch ein neuer Alien-Trupp? Oh Gott. Okay. Nein, jetzt verteilen die sich da. Nein, da wollte ich doch gerade eine Granate reinschmeißen. Was machen die denn? Einmal Friendly Fire hier quasi mitten rein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, der kann auch nicht viel machen, weil hier noch dieser Roboter hier da drauf feuert. Das kann aber er, glaube ich. Gut. Und wegmachen. Der kann die Waffe abfeuern, 100%, dann ist das Unterstützungsfeuer auch weg. Einmal durch die Wand geschossen. Zack. Der Wand ist nichts passiert, der Roboter ist weg. So langsam wird die Munition knapp. Ja, ja, habe ich gehört. Sie hat panzerbrechende Munition. Da wäre das gut gegen diesen... Nicht gegen den Schildträger. Gegen den Roboter. Kann sie hacken? Sie kann nicht hacken. Ach, das ist ja mistig. Aber sie hat Bluescreen-Geschosse. Wir wollten noch mit einem Raketenwerfer da reinschießen, glaube ich. War er hier. Vielleicht auf die hier hinten. Hier würden wir drei erwischen. Man weiß gar nicht, wo man zuerst gucken soll. Oh Mann. So viel zum Thema ein Trupp nach dem nächsten. 4 bis 7. Ich würde ja gerne diesen Schildträger mal erwischen. Welcher ist denn das von denen? Ist der das hier? Wer ist denn das hier überhaupt? Das ist jemand ganz anderes. Einmal Raketenwerfer, bitte. Disparo Cohete! So, viel Schaden gemacht.
Was hatte der hier noch für eine Schredderkanone? Oh, eine Schredderkanone. Das finde ich ja auch spannend. 6 bis 9 in einem kegelförmigen Bereich. Da könnte man hier auch viele treffen. Scharfschütze. Ja, wäre cool, wenn sie hier oben drauf stünde. Tut sie aber nicht. Nur 53% Abschusszone. Probieren wir mal. Hat daneben geschossen. Gut. Schade. Wir könnten nochmal mit einem Raketenwerfer da reinschießen. Oder mit einer Plasmagranate, die einen größeren Radius hätte. Aber dann müssten wir auch weiter vorne stehen. Aber wir stehen ja eh etwas eng alle zusammen. Ich ziehe mal weiter vorne vor hier. Kommen wir mit der Plasmagranate da rein? Nein, kommen wir nicht. Dann müssen wir wieder die Rakete nehmen. Können wir jemanden killen? Mit der Rakete. Hier vielleicht. 4 bis 7. Einmal die hier beschießen. Mann. Toast. Haben wir einen getötet immerhin? Na, immerhin. Den können wir mal in Stase packen, damit kommt der nicht von hinten, dieser Purifikator. So. Sie kann noch einmal schreddern irgendwo hin. Bringt aber keinen Mehrwert mit Feuerschutz. Sie hat panzerbrechende Geschosse. Sie hat diese Bluescreen-Geschosse, die gut sind gegen diesen Roboter. Den sie, glaube ich, auch von dort erreichen kann. Wobei sie da als heftiges Feuer auf sich ziehen wird. Ich glaube, wir sind noch nicht bereit vorzustoßen. Wir machen erstmal, dass wir uns selbst heilen. Hätten wir doch mal die Granaten gewählt, ja. hätte. So. Ein Commander, der Befehle gibt. Wurden markiert. Ein bisschen Schaden gemacht, aber leider nicht gekillt durch diesen blöden Adventsschildträger. Okay, werden verletzt. Ja, Gott. Ist ja gut. Gott, das ist viel gemacht. Hier hat er daneben geschossen, das finde ich sympathisch. Flankiert, das ist nicht so schön. Daneben geschossen. Neun Schaden, das ist gut. Reicht aber nicht, um den zu killen, das ist sehr schade. Macht eine Gedankenkontrolle von wem? Von unserer Heilerin. Du stirbst auch gleich. Oh, was ist das? Ist das daneben gegangen? Ah. Feuerschutz.
allem Anschein nach war jemand mit einer Handvoll Plasmagranaten durchgedreht. Es war unklar, welche Seite dafür verantwortlich war, aber irgendwer hatte den Ort in Schutt und Asche gelegt. Und es schien, als hätten alle Beteiligten dafür bezahlt. Hier so eine Granate rein. Fände ich gut. Fände ich schon mal spontan sympathisch. Entschuldigt. Müsste dafür noch weiter vorziehen. Achtung, hier werden wir flankiert. Kann da unsere Scharfschützin was machen? Die ist sehr weit weg. It's killing time! It's killing time! Ein Elite-Soldaten. Menschen retten. Ach, für Menschen retten haben wir jetzt keine Zeit. Wir müssen uns selbst retten, Leute. Also ich finde, wir könnten vielleicht hierhin vorziehen und dann hier eine Granate reinschmeißen. Dann könnten wir relativ viele kaputt machen. Er könnte hinterher schnetzeln. Wir versuchen das mal. Zieh mal vor. Ah nein, ich hab den Feuerschutz vergessen. Gott, oh Gott, oh Gott. Ups. Naja. Leben ja noch. So, was ist denn das jetzt hier? So wollen wir hier einigermaßen die nicht hier kaputt machen, ne? Eins, zwei, drei, vier. Die wollen wir hier am besten alle kaputt machen. Mann, ist das hakelig. Na, so. Wir kriegen den da hinten nicht mit. Ach, ist das doof. Machen das mal so. Mann. Viel Schaden gemacht. Prozent würde sie schaffen als Markierung. Der kann 98%. Also jetzt müssen wir erstmal hier jemanden ganz dringend heilen. Nämlich Rusty. Modo Medico! So, dann. Wen haben wir noch? Gott, da haben wir noch viele Feinde. Schaut euch das mal an. Hier ist noch so ein Purifikator. Overwatch. Gott, der wird ja von allen beschossen werden. Welcher ist am gefährlichsten? Elite-Offizier, ein Elite-Soldat, ein Elite-Offizier, ein Sektopod, noch ein Soldat. Wo ist denn dieser blöde Schildträger? Da, Advent-Schildträger. Der müsste am ehesten sterben, dieser Schildträger. Können wir den schnetzeln? Der löst ja, ich löse ja hier keinen, nichts aus. Dann gehen wir mal hier hin. Müssen wir diese ganzen blöden Schilde entfernen. Oh nein, das wird...
Panzerung getroffen. Okay, aber da brennt immerhin. Schild entfernt. Wir könnten eine Abschusszone machen. Dann schießen wir, ich weiß gar nicht, schießen wir auf alle, die sich hier drin bewegen? Oder bis die Munition alle ist? Oder nur auf einen, der sich hier drin bewegt? Wir versuchen das mal. Machen das mal so. Dann haben wir hier unseren Psioniker, der momentan nicht so viel machen kann. Da kommt noch so ein Purifikator. I'm trusting you here. Gehen wir mal hier ein bisschen nach vorne. 93%, 8 bis 10 Schaden. Wir könnten auch den anderen beschießen, wo wir 93, wo wir 85% haben. Der würde dann gekillt werden, aber der brennt. Ich glaube, der stirbt gleich sowieso. Deshalb nehme ich mal den hier. Ja, der ist auch tot. Gut, noch ein Feind weniger. Der hat 98%. Wir haben noch eine Aktion, denke ich mir. Hier haben wir noch so einen Granatenwerfer. Wo macht sich denn noch eine Granate ganz gut? Bei den dreien hier eigentlich, ne? Kommen wir so weit? Nein. Der hat auch Overwatch noch an. Aber ich glaube, bis dann können wir trotzdem gehen. Ja. Gucken mal, dass wir hier eine Granate noch reinwerfen und vielleicht die hier alle erwischen. Meine Güte. So, ne? Mann, 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 Mann. Also, dass er so hart wird, hätte ich es ja nicht gedacht. So. Múltiples enemigos abatidos. Feinde getötet. Wir könnten Feuerschutz geben, wir können auch eine Heilung machen. Central, ja, Central steht direkt vor dem. Vielleicht lieber ein Hilfsprotokoll an Central. Lieber Central einmal unterstützen. Das sind ja wir. Der Brände ist schon mal weg. Der Schild ist entfernt worden. Noch ein Feind getötet. Die Aliens lichten sich dann. Die töten jetzt noch einen Zivilisten, denke ich mir. Schade. Aua. Der ist ja gleich tot da hinten, da drüben. Au, 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 au. Punkte werden abgezogen, wir brennen. Das ist der blöde Purifikator. Oh, eigentlich wollte, dass sie auf den schießt. Der ist irgendwann aneinander, glaube ich, geschossen. Ist auch okay. Der macht was. Captain Rutherford vermutet. Kommt, kommt, kommt. Langsam wird es hier ein wenig brenzlig. Ah, sie schießt doch gegen alle da. Panzerbrechende Munition, immerhin 8 Schaden, ist auch gut. Zornkanone. Okay,
Nächster Feind getötet. Ein Zivilist getötet. El fuego se acerca. Getting a little toasty here. Im Grunde hatten diese Leute eine Wahl. Sie hätten ihre Flucht fortsetzen können, hätten sich nicht hier für ihr letztes Gefecht verschanzen müssen. Aber sie hatten wohl einfach genug. Sie wussten, was auf sie zukam und stellten sich dem mutig und entschlossen entgegen. So, Mann, 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 Mann. V muss nochmal nachladen. Das ist das. V kann schießen, 100% treffen, das ist schon mal gut. War auch der einzige Gegner, hätte auch gerne 10 Schaden machen dürfen. Hier brennen wir, ich glaube, da müssen wir in Deckung gehen, um das Ganze zu löschen. Genau, falls die andere brennt, wird das Feuer gelöscht. Ist die Frage aber, wenn wir hier stehen... bleiben, brennen wir dann weiter. Der brennt auch. Hier müssen wir jetzt erstmal die Verblutung stabilisieren. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, der könnte den fast töten, ne? Fast. Der könnte einmal Sturm und Schuss machen. Ich glaube, der muss nur aus diesem Bereich hier rausgehen. Also zum Beispiel hier hin in die volle Deckung. Dann könnte er einmal auf den schießen, einmal auf den schießen. Oder? Nochmal lesen. Eine Aktion nach dem Schwimmen. Also den müssen wir hier, der ist ganz fies, der muss weg, der Purifikator. Die müssen da auch weg. Der kann hier einmal einen Zivilisten retten. Mal raus aus dieser bösen Kanonenzone. Eine Plasmagranate werfen, können wir damit noch mehrere treffen. Oh, die ist ja lütt. Die ist ja echt lütt. Haben wir noch eine andere Kanone? Einheit brennt, deshalb kann die nicht verwenden. Und was ist das hier? Wir hatten doch noch ein... Ach so, wir hatten eine Einheit, die ist ja gerade bewusstlos. Ach, das war unser zweiter Granatwerfer. Ich bin jetzt am Überlegen. Der hat noch so viele Trefferpunkte, ob ich den noch eine Runde brennen lasse und dafür mal den hier ausschalte. Ich glaube, das machen wir auch mal. So, der ist weg. Hier müssen wir mal... wie machen wir das Ganze? Wie machen wir das Ganze? Einmal schießen auf den.
müssen irgendwie aus der Reichweite hier besser rauskommen. Der könnte dort auch einmal schießen. Wie viele Lebenspunkte hat er noch? Der würde, glaube ich, auch einmal noch überleben. Wir wollen aber nicht noch mehr Feuer auf uns ziehen. Wen sieht er von da? Ich würde jetzt ja gerne auf diesen Sektopoden da. Den würde ich gerne ausschalten in dieser Runde. Der muss aber zweimal drauf geschossen werden. Weil hier einmal reicht nicht. Ihr seht es selbst, 12 bis 14. Mit dem Bluescreen geschossen, das reicht nicht ganz. Deshalb bin ich am überlegen, ob ich mit ihm hier drauf schieße. Oder mit ihm hier drauf schieße. Und wenn ich nicht mit ihm drauf schieße, was ich sonst mit dem machen würde. Der kann sonst nicht so wirklich gut hier was machen. Der könnte auch einmal in Deckung sonst gehen. Wir machen einmal Sturm und Schuss. Ergreife die Initiative. Gehen einmal hier um die Ecke. Und schießen von da. Mit 95% hierauf. Haben wir ihn getroffen? Ein Kratzer. Nein, wir haben ihn getroffen. Ah, wir haben ihn leer getroffen. Geschossen. Ja, leer geschossen macht nichts. Sie macht ihre Bluescreen-Geschosse mit ihrer letzten Aktion. So, der sollte jetzt explodieren. Mann. So. Es sind hier noch 1, 2, 3 drin. Sie könnte hier hingehen und volle Deckung machen. So, aus dem Feuer raus. Und in Deckung, volle Deckung. Und gucken, was die machen. Okay, schießt auf die Scharfschützin. Die hat auch keine Deckung. Kann ich verstehen, ist okay. Gib wieder Punktabzug. Nochmal Scharfschütze. Ist tot. Ah, das ist bitter. Bitter. Eine Soldatin verloren. Ah, das tut mir weh. Ah, ärgerlich. Zu ärgerlich. Der macht noch einen Zivilisten kaputt, oder wie? Die schießt auf uns. Ah, ja. Ach, es kommt dann noch so ein Monster. Unterstützungsfeuer. Wenn ein Haufen Zivilisten bereit war, sich gegen Edwin zu stellen, obwohl sie wussten, dass sie keine Chance hatten, was würde man dann wohl über uns sagen, wenn wir uns zurückgezogen hätten? Nein, keiner von uns wollte diesen Ort verlassen, bevor die Aliens ihre Schuld bezahlt hatten. So, einmal schnitzeln. Die Aliens müssen ihre Schuld noch bezahlen. Wir haben unsere Scharfschützin verloren, das ist echt bitter. Können wir den irgendwie... irgendwas mit dem machen? Revitalisierung sein. Achso, da kann ich nur... Da kann ich einen Bewusstlosen, da kann ich Rusty wiedererstehen lassen. Das finde ich gut. Wir wecken den wieder auf. So, bitte einmal aufwachen. Ich hoffe, der ist jetzt voll einsatzbereit wieder. Ja. Einmal hier drauf schießen, bitte. Ein schwerer Mech. Okay, entfernt aber dafür das Unterstützungsfeuer weg. Der hier brennt leider. Das heißt, wir müssen
Kann man in Deckung gehen? Der kann sich einmal heilen mit Seelenfeuer. Macht garantiert 5 bis 7 Schaden. Das. Bitte killen jetzt. Oh. Bleibt natürlich wieder ein Punkt übrig. Okay, und die Aliens sind wieder dran. Ja, jetzt sind wir wieder flankiert. Das ist Mist. Oh. Nein. Jetzt haben wir wieder, jetzt haben wir den gerade wieder belebt. Jetzt verblutet der. Der schießt, macht wieder Unterstützungsfeuer. Mann, 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 Mann. Damals wussten wir es nicht. Aber die ganze Angelegenheit ist noch trauriger, wenn man bedenkt, dass die meisten dieser Aliens nur Marionetten in den Händen der Ältesten sind. Ich habe zwar kein Mitgefühl mit den Aliens, aber den Ältesten ist es völlig egal, wie viele von diesen Dingern wir töten. So, Central kann noch was machen. Dämon kann endlich mal hier eine Granate reinschmeißen. Aber die sind sehr weit voneinander entfernt. Die auch. Ich glaube nicht, dass die im einen Radius sind. Nee. Ihr könnt einmal schnetzeln. Ja, wir müssen erstmal 50%. Wir versuchen das mal mit 50-50. Das wäre schon cool, wenn der jetzt sterben würde. Das klappt natürlich nicht. Mann, Mann, Mann. Also wir müssen den hier auf jeden Fall mal stoppen. Damit der andere hier wieder Gas geben kann. Den müssen wir aber auch stoppen. Da kommen wir aber nicht hin. Gut, dass wir Deckung haben. Aber das ist doch einer, der auf jeden Fall trifft, wenn, selbst wenn wir vorbeischießen, oder? Fehlschüsse machen Schaden. Das heißt, wir können tatsächlich mit denen hier hingehen. Und egal, ob der trifft oder nicht, der stirbt jetzt. So. Jetzt der Mac. Gegen den. Sind, die beiden sind noch übrig. Der kann 73% gegen den schießen. Sehr schön. Hat ihn ausgeschaltet. Und der setzt Stasis gegen diesen Elite-Soldaten ein, damit er nicht angreifen kann. Ich glaube, jetzt könnten wir es haben. Sollte der letzte gewesen sein. So, damit haben wir uns jetzt eine Runde erkauft. Und der wird jetzt zerschnetzelt. Jedes Opfer, jeder Verlust, all das machte mich nur noch wütender, noch entschlossener zu kämpfen. Mann, 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 Leute, ey. Wertung nur noch gut. Wir haben einen unserer Verbündeten verloren. Machen natürlich trotzdem ein Einsatzfoto. Gott, wie furchtbar. Vor diesem Loch hier.
sagen, Einsatz abgeschlossen. Niemand hatte Lust, sich dort lange rumzutreiben und den Laden auszuräumen. Aber wir nahmen mit, was wir konnten, als wir von dort verschwanden. Schade, dass die Scharfschützin draufgegangen ist. Das ist echt bitter, aber... Tja, so ist das. Jetzt haben wir wieder die Wahl zwischen Geistanzug und Waranzug oder eine überragende persönliche Kampfsimulation. Wir müssen das noch auswählen. Ich will das mal sehen mit diesen Anzügen. Einsatz abgeschlossen. Ja, hier gefallen. Ah, bitter, bitter, bitter. Wachsamkeit haben wir uns geholt. Am Ende der Runde einen automatischen Feuerschutz. Feuerschutz, Schuss. Okay, wenn wir alle Aktionen auf Bewegung verwenden. Okay. Ah, das finde ich cool. Wenn wir einen Kill erzielen, dann verfehlt sich uns der nächste Angriff bestimmt. Ruhige Hand. Wenn wir uns nicht bewegen, mehr Zielsicherheit und mehr kritische Trefferchance. Ein Kugelhagel, der garantiert das Ziel trifft, aber eine Menge Munition verbraucht. Okay, als letzte Chance. Salve, abfeuern oder werfen von Granaten oder schwere Waffen als erste Aktion beendet die Runde nicht. Das ist auch cool. Und hier haben wir jetzt ein... Hier können wir Sprengsätze zünden aus der Ferne. Cool, mit unserem Zielwaffen. Und das war es schon an extra Fähigkeiten. Weiter. Einsatz abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, kann ich jetzt rausgehen? Na, ich kann nicht rausgehen. Ich muss nochmal auf Weiter drücken. Die Landschaft wurde offener, als wir die Stadt hinter uns ließen. In der Hoffnung auf ein paar Stunden Erholung hielten wir auf die Farm zu. Uns war klar, dass die Aliens uns früher oder später aufstöbern würden. Wir hatten einen Pfad der Verwüstung hinterlassen, der in genau eine Richtung zeigte. Ich hatte dennoch auf eine kurze Verschnaufpause gehofft, bevor die nächsten Verstärkungen eintrafen. Wir erreichten einen schönen Hof mit einer großen roten Scheune und all dem Kram. Er erinnerte mich an die alte Familienfarm in Kansas, aber das ist eine andere Geschichte. Und diese hier führte uns leider direkt in den nächsten großen Kampf. Im Nachhinein betrachtet hätten wir uns von allen größeren Landmarken fernhalten sollen, aber wir waren völlig fertig. Und keiner von uns konnte noch klar denken. Keiner von uns konnte noch klar denken. Und das gilt auch ein bisschen für mich. Deshalb war es das mit der Folge auf YouTube. Auf Twitch werden wir jetzt auch tatsächlich die heutige Aufnahmesession beenden. YouTube geht aber ganz schnell weiter. Bis zur nächsten Folge. Euer Matsuman.